Fragt euch nicht, was mit meiner Nase los ist, denn ich habe Sonnenbrand. Immer noch. Und er geht nicht weg. Und es nervt. Aber, meine werten Damen und Herren, das hält uns nicht davon ab, unseren Nachbarn zu ärgern. Und zwar mit einem neuen Spieler. Wir haben nämlich jetzt das Mädchen als Spieler eingestellt. Das heißt, ein paar Leute von euch haben sich das gewünscht, dass wir einfach mal den Charakter wechseln. Habe ich gerne gemacht. Und wir schauen uns gleich mal an, was denn das zweite Chapter hier zum Zeigen hat. Denn in der letzten Folge haben wir das erste Chapter komplett durchgespielt und nun spielen wir das zweite. Das erste ist tatsächlich Red Attack und wir haben hier auf dem Bild übrigens schon mal zu sehen, dass die Omi tatsächlich einen Lover am Start hat, okay? Das ist sozusagen das nächste Chapter. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir müssen auf jeden Fall jetzt mal reinsehen. Fülle Mrs. T's Hass für Ratten, indem du sie irgendwo hinter ihrem Rücken irgendwo platzierst und genießt die Show. Okay, das heißt also, wir müssen einfach nur, oh, das Rattenproblem hier ein wenig bewältigen. Okay, das wird interessant. Wir müssen uns das Ganze mal ansehen und gucken, wie wir das hier alles random machen werden. Okay, wir sind wieder am Start und können wieder tun und lassen, was wir wollen und können schon mal loslegen. Okay, also, es sieht so aus. Die gute alte Frau hat ein Rattenproblem und wir müssen eine Maus finden. Wir schauen uns das mal an. Ich glaube, wir brauchen dafür erstmal ein paar Instrumente, damit wir eine Ratte erstmal fangen können. Ich würde sagen, eine Ratte zu fangen könnte man entweder dort, wo gerade eben die Ratten rausgerannt sind, oder in der Garage vielleicht. Nee, hier sind keine. Aber vielleicht finden wir hier irgendwo ein Mittel, mit dem wir vielleicht eine Ratte fangen können. Sieht nicht so aus. Ich glaube, mit einem Käfig wären wir gut dabei. Sie backt gerade, glaube ich, irgendwie sowas. Sie hat irgendwie Milch oder so in der Hand. Und macht damit irgendwas. Gut, wir schauen uns mal hier um. Aha! Okay, ein Käse, den werden wir, glaube ich, benutzen können. Dann brauchen wir noch ein paar Utensilien. Was gibt's denn hier noch? Wir müssen uns nur ein bisschen weiter umschauen. Was gibt's denn hier noch? Es gibt hier noch ein paar grüne Items. Oh, was ist das? Oh, ein Käfig! Ein Käfig! Okay, ein Käfig mit Käse drin. Oh mein Gott, okay, nice. Käfig mit Käse drin. Das heißt also, wir sind schon in der Lage, eine Maus zu fangen. Brauchen wir Handschuhe? Gibt es Handschuhe hier? Damit mich die Maus auch nicht beißt? Okay, gibt es in dieser Folge, glaube ich, nicht. So, wo können wir Ratten fangen? Ich glaube sogar im Keller. Und dafür könnten wir vielleicht sogar hier runtergehen. Oh, sie geht sogar gerade in die Küche. Für uns ist es perfekt, denn dann können wir hier den nächsten Ausgang nehmen Richtung Keller. So, im Keller dürften wir, glaube ich, irgendwo ein Rattenparadies finden. Hey, ihr Ratten. So. Oh, ja. Yeah. Okay, nice. Damit habe ich auf jeden Fall ein paar Ratten drin. Oh, vier Stück einfach, gell? Okay, nice. Jetzt steht dran, platziere die Ratten schlau, um Mrs. T zu erschrecken. Wo? Im Kühlschrank? Oder vielleicht im Ofen? Im Ofen. Kann ich sie in den Ofen platzieren? Ja. Oh mein Gott. Im Ofen? Wird sie das backen? Wird sie das backen jetzt gleich? I really am the best chef in the world. Wird sie das jetzt backen? Nein. Oh mein Gott, ja! Was? Niemals! Das war einfach jetzt nur geraten. Oh mein Gott, ist das cool. Ich wollte am Anfang erst in den Kühlschrank reinlegen, aber da habe ich mir gedacht, naja, Ratten in den Kühlschrank. Okay, hätte vielleicht auch funktioniert. Hätte das funktioniert? Ich weiß. Egal. Nächstes Level, nächstes Glück. Schau zu, dass du das Musikequipment von der Mrs. T manipulierst, sodass sie niemals wieder ein musikalisches Instrument berührt. Glaube mir, du wirst der Welt einen Gefallen tun. Okay, das heißt also, wir müssen die gute Frau ablenken. Hier steht dran, recommended, dass wir Kleber brauchen, ne? Und ein paar andere Sachen. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mal gucken, was sie hier macht. Oh, there's a competition going on. Well, of course I'm going to win. Okay, sie möchte also bei einem Wettbewerb mitmachen und möchte dafür wahrscheinlich dann ein Musikinstrument trainieren. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kleber. Kleber ist das, was wir hier brauchen werden. Welches Instrument spielt denn die Frau? Das frage ich mich. Wir müssen ja erstmal herausfinden, was sie für ein Instrument spielt. Also, sie trinkt da hinten erstmal Wein. Sie hatte doch diesen einen Raum, wo sie wirklich nur Musikinstrumente hatte. Wo waren das nochmal? Hat sie da nicht auch Breakdance drin getanzt? Nein. Hier, das ist der Raum. Okay, also nehmen wir mal hier eine Crowbar und machen das Ding hier mal auf. So, nehmen hier mal die Bärenfalle mit. Oh.
Okay, da habe ich jetzt gerade einfach das Musikinstrument benutzt. Ich hoffe mal, sie kommt jetzt nicht. Ah, finde etwas zum Explodieren ihrer Musiksession. Okay, sie ist ja gerade unten, aber sie läuft jetzt gerade hoch. Okay. Haben wir hier vielleicht noch was? TNT. Da ist TNT. Okay, warte mal. Das hier weglegen und das hier nehmen. Okay. Tampa, Monsieur, Musical, to give her a blast. Okay, wir müssen jetzt irgendein Musikinstrument so bearbeiten, ne? Dass es sie weghaut. Vor Aufregung. Was haben wir hier? Also wir haben eine Gitarre. Wir haben das hier. Mikrofon. Und Schlagzeug. Warte mal. Dann haben wir noch Schraubenzieher. Was können wir mit dem Schrauben... Können wir damit die Gitarre... Wir können was bei der Gitarre... Nee. Das geht nicht. Kann man hier... Aha! Okay. Oh mein Gott, und da muss ich das TNT reinpacken, gell? Okay. Geh schnell raus, bevor Mrs. T dich fängt. Sag mal, aber muss ich das nicht zumachen? Muss ich das nicht zumachen? Ey, ich hab's nicht zugemacht. Oh nein, ich hätte den anderen Schraubenschlüssel noch mitnehmen müssen. Ich muss es schaffen. Wo ist er? Ich muss ihn zumachen. Jetzt! Okay, ich hab's zugemacht. Okay. Ich hab's mir nochmal schnell im Shop eins gekauft. Oh mein Gott! Man braucht einfach zwei Schraubenschlüssel. Oh mein Gott, schnell raus hier. Oh mein Gott, niemals. Die hat einfach... Man muss einen Schraubenzieher haben, um das aufzumachen. Dann das Dynamit reinlegen und dann wieder zumachen, weil sonst bemerkt ihr das nämlich. Alter, jetzt läuft die wieder runter. Was soll das denn werden? Okay, ich glaube, ich muss die hochlocken. Hey, Omi. Omi. Oh mein Gott, ist die gruselig. Okay, komm. Okay, komm hier hoch. Komm hier hoch. Hochkomm. Wo ist sie denn? Jetzt ist sie an der Treppe vorbeigelaufen. Jetzt läuft sie die andere Treppe hoch. Da ist sie. Okay. Okay. Nice. Okay, sie läuft mir hinterher. Und ich spring vom Dach. Okay. Jetzt habe ich sie ins Musikzimmer gebracht. So. Jetzt musst du doch Schlagzeug spielen gehen. Alter, die tut es einfach nicht. Ah, okay. Ich habe das jetzt gerade noch mal ein drittes Mal gespielt. Ich glaube, jetzt geht sie tatsächlich sogar Musik spielen. Ich glaube, jetzt wird es funktionieren. Weil letztes Mal hat sie sich immer aufgehangen und ist irgendwie komischerweise immer in den Garten gelaufen. Aber diesmal scheint es doch zu funktionieren. Das heißt also, jetzt haben wir TNT drin, das Ding aufgeschraubt, zugeschraubt und jetzt geht sie eine Runde Schlagzeug spielen oder was auch immer sie da jetzt machen wird. Okay, wir hoffen einfach nur, dass es funktioniert. Hoffentlich ist es nicht verbuggt. Okay, aber sie geht schon mal Richtung Musikzimmer. Sie ist drin und jetzt wird es, glaube ich, passieren. Okay, sie läuft da ganz gemütlich hin und jetzt möchte sie eine Runde Schlagzeug spielen. Yeah! Oh mein Gott! Ja, Mann! Hat sogar richtig gut funktioniert. Okay. Nice! Kommt der nächste Prank. So, wir müssen jetzt ihre Beauty-Routine ein wenig upgraden. Okay, das heißt also, es ist an der Zeit der guten alten Nachbarin, beziehungsweise der Lehrerin, mal eine kleine Beauty-Routine zu verändern. Mal gucken, was sie sagt. Oh. Prepare to be amazed by oh mein Gott. I will be the richest man in the world. Oh mein Gott, ist das ein süßes Pärchen. Naja, ne? Liebe geht ja durch den Magen. Deswegen, das ist schon in Ordnung. So, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, dass sie zu ihrem Date einfach kacke aussieht. Okay, wir kriegen das hin. Ich denke auf jeden Fall, wir können hier was machen. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Make-up-Routinen-Sachen finden, die sie verwendet. Sie hat ja zwei Badezimmer. Einmal hat sie hier, was ist das? Bläh.
Also Cream. Das ist eine Bowl mit Cream. Okay, was ist das hier? Das können wir nicht nehmen. Okay, Bowl Cream. Sollen wir das nehmen? Play Cream? Ich glaube, das hier benutzt die gerade, oder? Dann sollten wir das vielleicht besser nicht nehmen. Warte mal. Es gibt noch ein zweites. Wir brauchen sowas wie Haarwuchsmittel oder Glatzenmittel oder sowas, was da nicht alles gibt. Es gibt doch immer irgendeine verrückte Creme. So, was gibt's hier? Hier haben wir doch wieder irgendwas Verrücktes, oder? Was ist das hier? Hair Color. Was ist das? Oh, Bräunungscreme. Okay, damit kann ich arbeiten. Hair Remover. Okay, können wir das nehmen? Hier, warte mal, wir schauen nochmal nach. Sie ist in ihrem anderen Badezimmer drin. Oder? Wo ist sie gerade? Ah, doch, die ist hochgekommen. Ich mach mal wieder zu. Was haben wir hier? Ist da nicht wieder Kleber? Okay. Jetzt haben wir Hair Removal, wir haben Tanning Lotion und wir haben Kleber, okay? Das sind die Sachen, die wir, glaube ich, brauchen, die wir einfach nur untermischen müssen. So, wir müssen jetzt nur noch ein bisschen was machen. Also, was ist das hier? Ist das Shampoo, was sie verwendet? Kann ich da Kleber reinmachen? Nee. Kann ich da Hair Removal reinmachen? Nee. Kann ich da Tanning Lotion? Aha! Okay, das kann ich da reinmachen. Solange geht sie schlafen. Und da... Kann ich da Hair Removal reinmachen? Nein. Kann ich da Kleber reinmachen? Ja! Okay. Run away before Miss T-Catcher. Ey, das war's sogar schon, oder wie? Kann ich vielleicht hier noch das reinmachen? Oh, das habe ich jetzt einfach nur mitgenommen. Na gut, okay. Dann haben wir das auch fertig. Die gute Frau ist noch unten. Das heißt, für uns heißt es Adelü, Tschü-Tschü. Also sie ist auf dem Weg, glaube ich, dorthin, oder? Soll ich vielleicht noch was... Vielleicht hätte ich noch ein bisschen was anderes machen müssen. Ich habe hier diese Creme noch. Und den Hair Removal. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich glaube, ich hätte mit dem hier noch was machen müssen. Aber sie geht schon hin. Oh nein, ich hoffe, das ist richtig. Oh, was macht sie? Okay, okay, okay. Sie schminkt sich jetzt mit dem Zeug. Das ist der Kleber gewesen. Oh mein Gott, der hat sich den Kleber ins Gesicht gemacht, gell? Oh mein Gott. Okay. Jetzt fragt sich nur... Warte mal. Sie hat sich den Kleber jetzt drauf gemacht, ne? Und sie läuft da jetzt damit herum. Aber jetzt habe ich natürlich nochmal eine andere Frage. Und zwar... Wie bringe ich den Streich zu Ende? Wann wird der Streich auffallen? Eigentlich erst, wenn das Ding getrocknet ist, oder? Ah, warte mal. Sie wird wahrscheinlich jetzt ins andere Badezimmer gehen. Oh, sie ist böse auf mich geworden. Tut mir leid, ich bin vom Fenster schon gesprungen. Ich gehe raus, 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 ich gehe raus. Sie muss ja... Oh, oh, sie läuft... Okay, 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 okay. Sie läuft wieder zurück zum Bad. Jetzt nimmt sie die Maske ab. Oh! Okay, es hat doch funktioniert. Oh mein Gott! Das war gerade... Oh mein Gott, jetzt macht sie sich das andere Zeug noch drauf. How strange. Oh mein Gott, jetzt hat sie sich zu viel Bräunungscreme drauf gemacht. Oh mein Gott. Okay, das war schon echt abgefahren. Dann haben wir ihr zu viel Bräunungscreme drauf gegeben und wir haben auch gleichzeitig ihr das gesamte Gesicht verklebt. Naja, gut Leute. Das, meine werten Damen und Herren, war es jetzt erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!